Herzlich willkommen hier auf den zweiten Kanal-News hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr da seid. Mein Name ist Björn und ich habe ein paar nette Themen vorbereitet. Heute haben wir den 14.06.2020 und ich will ein bisschen eingehen auf ein paar Hintergründe aus den letzten Kommentaren unter Videos und ein paar kleine allgemeine Themen, die mir gleich ein bisschen auf der Seele brennen, die das Thema Biken und das Thema E-Mobilität betreffen. Ein Kommentar, der unter diesem Video stand, verlinke ich euch gerade mal da oben im Eck. Was würde ich bei meinem E-Bike-Kauf heute anders machen? Ich las diesen Kommentar x-mal. Warum kaufst du dir einen MTB-Fully und nicht ein Trekkingrad? Warum überhaupt ein Fully? Hardtail ist doch für Straßenfahren viel besser. Ja, schon. Nun, wir sind hier im Schwarzwald und wir haben ein paar Straßen, die sind nicht die allerbesten, die haben auch dicke Schlaglöcher. Da ist einfach ein Fully ein riesen Zugewinn an Sicherheit, weil ich habe immer Traktion auf die Straße. Ich kann vernünftig bremsen. Da ist ein Fully in meinen Augen nach immer überlegen über im Hardtail nach. Ich bin beide schon gefahren. Mir liegt ein Fully einfach deutlich besser. Auch zum normalen Straßenfahren ist einfach Sicherheit viel, viel höher ist. Und das Zweite ist, was ist. Ich möchte beim Radeln mal Spaß haben. Und wenn ich dann mal jetzt hier von Dornstetten nach Freudenstadt fahre, hier auf dem Land, dann habe ich, wenn ich möchte, auch ein schönes Waldstück dabei. Es ist eine Waldautobahn, nehme ich wirklich, aber es ist auch noch kein Trail. Es sind einfach ein paar, dann doch ein bisschen ruppigere Wege. Habe ich auch ein Video gemacht, neulich mal von meiner Feierabendtour, verlinke ich euch oben auch gerade mal. So, und das ist einfach genial. Ich nehme mein Bike, fahre hier los auf der Straße, gehe dann relativ zügig in den Waldweg rein, habe aber meinen Frieden, ich kann meine innere Mitte finden und man will ein bisschen Spaß haben und wir haben dann auch noch im Wald so ein paar Trails drin, wenn man die fahren will und man gerade in der Lage dazu ist, in der Laune dazu ist, kann man das tun. Also gerne, warum nicht? Das war also in diesem Video dementsprechend auch drin. Dann habe ich noch mal im Video paar Fragen gehabt. Mein Bike bekommt Tubeless-Reifen, also schlauchlos. Das ist ein sehr kontroverses Thema, finde ich ja schon recht spannend. Das ist ja von ich hasse es bis ich liebe es alles dabei. Ist ja auch völlig okay. Ich liebe es eher, also ich fahre Tubeless sehr, sehr gern, weil einfach der Radrundlauf viel, viel schöner ist. Der Pannenschutz, ja, ist okay, aber nicht wirklich im Vordergrund für mich. Für mich ist einfach das schönere Fahrverhalten vom Rad. Vom Prinzip, wenn ihr das einfach mal fahrt, im direkten Vergleich, das gleiche Rad, einmal mit Schlauch und gleich danach nach dem Wechseln Tubeless, das sind Welten im Fahrverhalten. Also das muss man auch probieren. Ich finde es mega cool. Zu den Kommentaren, die drin vorkamen, da kam vor Thema Reifendruck. Das ist für mich eigentlich ein Thema, was relativ wichtig ist, aber auch recht simpel zum Erklären ist. Schaut einfach auf eure Felge und euren Reifen. Schaut nämlich genau drauf, was in diesen Reifen Tubeless rein darf. In meinem Fall sind es 1,5 bis 3,5 Bar, wo ich ihn reinlassen darf. Wobei 1,5 Bar finde ich schon brutal wenig. Auf dem Trail sehe ich nicht, aber im normalen Fahren ist dann doch der Abrollverhalten ein bisschen schlechter. Ich fahre gerade aktuell bei mir 2 bis 2,5 Bar. Hängt immer ab davon, wann ich ihn frisch aufgepumpt habe. Und dementsprechend variiert es immer zwischen 2 und 2,5 Bar. Und da kommen wir auch schon zum eigentlich größten Nachteil von Tubeless-Reifen. Tubeless-Reifen haben ein Problem, dass ich sie warten muss. Ich muss sie wesentlich mehr aufpumpen als ein Schlauchreifen, das ist richtig. Also einmal in der Woche nachpumpen ist ein Muss, wobei das eigentlich immer zur Kontrolle da sein sollte. Und das Zweite, ich muss halt einfach diese Dichtmilch dann bei Bedarf einfach nachfüllen und dementsprechend muss ich einfach das in Kauf nehmen, dass ich einfach die nachfülle und ein bisschen warte, auf aufpasse. Ich fülle jetzt vom Prinzip, ich fahre einen Reifen runter im viertelhalben Jahr schon einen Satz Reifen runter, dann leere ich automatisch neue rein. Da fühle ich dann also nichts nach. Hersteller sagen, zwischen einem Vierteljahr sollte man wieder Dichtmilch nachfüllen. Die Menge ist abhängig vom Reifentyp, von der Reifengröße. Müsst ihr mal nachschauen auf der Flasche, was draufsteht und dann könnt ihr auch dementsprechend das einfach warten. Also Tubeless ist cool, braucht ein klein bisschen Wartung als kleines Credo. Vom Fahrverhalten ist es richtig genial. Der Pannenschutz, wenn es einem das im Vordergrund steht, wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil wenn ein Stein in den Weg hüpft ans Ventil, ist die Luft auch raus. Also ja, klar, kleine Glasscherben und kleine Verletzungen, die ich einfahre, die dichtet super gut ab. Und da bin ich auch, seitdem ich Tubeless fahre, auf keinerlei Pannen mehr gestoßen in dem Bereich.
Macht einfach mal einen Kommentar unten rein und schreibt doch mal nach, was ihr davon für Erfahrungen mit diesem Thema habt. Dann fand ich einen Kommentar, da muss ich eigentlich schmunzeln, den fand ich richtig cool. Unter einem Video war ein Kommentar, eigentlich nur 4 Worte, wo spricht man so? Und da kann ich eigentlich nur einen Satz eines unseres Landesvaters vor vielen, vielen Jahren mal gegensetzen. Wir können alles außer Hochdeutsch. Da klappt schon vieles. Wir kommen hier aus dem Schwarzwald, bei Freudenstadt, Baden-Württemberg. Die Schwaben reden halt so und das kann ich und will ich auch nicht ändern, weil ich finde, Dialekt gehört zur Region. Natürlich das Schwäbisch, was hier noch gesprochen wird, könnte ich in keinem Video von mir geben, weil dann wäre es wirklich rum mit dem Verstehen. Aber ich glaube, ein kleiner Einstieg, dass man hört, wo man herkommt, das ist dann doch immer noch ganz gut. Noch ein Thema heute in diesem kleinen News-Video. War auch so ein Thema, was relativ kontrovers ist. Das Thema Riemenantrieb, Kettenschaltung oder Nabenschaltung. Ich bin im Thema Riemenantrieb und im Thema Nabenschaltung überhaupt nicht daheim. Habe ich noch nie gefahren. Würde ich mal gerne probieren. Was ich von der Haltbarkeit höre vom Riemenantrieb, mega cool. Soll super, super lange halten. Und deswegen würde ich es auch jedem mal empfehlen zum Testen. Ich werde es auch mal testen. Ich persönlich bin, seit ich diese E-Ketten von KMC fahre, habe ich kein Problem mit Kettenverschleiß mehr. Ich fahre jetzt 2000 Kilometer plus auf einer E-Kette. Dann wechsle ich sie auch mal aus prophylaktisch, weil dann wird es mir ein bisschen unsicher nach 2000 Kilometer auf einer Kette. Aber ansonsten sehe ich jetzt keinen Grund für einen Riemenantrieb und eine Nabenschaltung. Aber schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Finde ich mega spannend. Ich finde halt beim Riemenantrieb, das ist jetzt meine Problematik, die ich jetzt gerade sehe, wie kriege ich Komponenten für einen Riemenantrieb schnell her? Weil ein Riemen, wenn der mir jetzt doch mal kaputt geht oder ich einen brauche, wo wir jetzt gerade ja hier im Hochsommer und in der aktuellen Zeit Ware fürs Fahrrad eh schlecht herbekommen, kriege ich einen Riemen innerhalb von 1-2 Tagen her? Weiß ich nicht. Anderes Problem ist, bin ich irgendwo unterwegs, mache eine Tour von 1-2 Tagen, dann muss ich einen Riemen mitnehmen, weil der Bikeshop unterwegs hat mit Sicherheit keinen Riemen am Lager und schon gar nicht die Länge, die ich brauche. Also das Thema ist, finde ich, sehr kontrovers. Ich finde es auch cool. Ich bin dem Thema nicht negativ gegenüber, ich finde es einfach nur spannend, die Entwicklung. Aktuell für mich kein Thema, ich würde es mal gerne fahren. Und in der Nabenschaltung, um einfach diesen Vergleich zu haben, ich bin gerade mit meiner Kettenschaltung top zufrieden. Soweit so gut mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und ich würde sagen, schließen einfach diese kleine Runde des News-Videos heute mit ein paar Eindrücken vom Dornstädter Marktplatz. Kleine historische Altstadt. Richtig, richtig cool, hier heute mal die News aufgenommen zu haben. Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ciao.